6, 5, 4, 3, 2. Ja, hallo und herzlich willkommen hier am Hasso-Plattner-Institut im D-Space, in unserem Haupthaus hier in der dritten Etage. Und herzlich willkommen zu unserer Buchpräsentation Design Thinking in der Bildung. Wir sind sehr gespannt auf die Referenten hier. Wir haben heute ein paar der Autoren eingeladen. Wir haben nämlich ein Buch, was jetzt gerade schon veröffentlicht worden ist, in dem 30 Autoren in 18 Kapiteln darlegen, warum und wie Design Thinking in der Bildung eine Rolle spielen kann. Und zum Start würde ich gerne den Leiter des HPI, des Hasso-Plattner-Instituts und CEO, Professor Christoph Meinl, nach vorne bitten und gleichzeitig auch den Chef der HPI Academy, den CEO Dr. Tim Krohn. Und bitte kommen Sie nach vorne hier. Ja, von uns auch ein herzliches Willkommen, zu unserer Buchvorstellung. Wir freuen uns, dass dieser schöne Band erschienen ist. Herzlich willkommen auch einige der Autoren. Es sind nicht alle da. Uli Weinberg, der Leiter der D-School am Hasso-Plattner-Institut, hat ja schon gesagt, 30 Autoren, 18 Kapitel. Design Thinking ist natürlich etwas, was sehr lange mit dem HPI schon verbunden ist, in einer Kooperation mit der Stanford-Universität. 2005, 2006 haben wir darüber gesprochen. Im Ergebnis dessen ist ein HPI School of Design an der Stanford-Universität 2007 entstanden und 2005 entstanden und 2007 dann hier in Potsdam unsere HPI D-School. Und das ist ein ganz wichtiger, konstituierender Teil des Hasso-Plattner-Instituts, was sich eigentlich um Digital Engineering kümmert. Und genau das ist die Story hinter dem Design Thinking, was in Stanford losging. Aber in der Tat hier dann im Jahr 2007 mit der D-School seinen Start nahm und seitdem seinen Lauf genommen hat. Und deshalb ist es nur richtig, dass Uli Weinberg heute hier durch die Veranstaltung führt und moderiert und Inputs gibt, als sozusagen Elder Statesman des Design Thinking. Die Unterüberschrift des Buches ist, Innovation kann man lernen. Und die Erfolgsgeschichte des Design Thinkings und der D-Schools inzwischen rund um die Welt, es wird im Buch darüber berichtet, ist es, dass für die Professional Skills, wie das jetzt neudeutsch heißt, für die Ausbildung, für die vollumfängliche Ausbildung der jungen Leute eben nicht nur als Fachmänner und Fachfrauen, in unserem Fall fürs Digital Engineering, sondern auch Leute, die Fortschritt bringen, die gerade die Digitalisierung, die digitale Transformation unserer Gesellschaft im Privaten, im Beruflichen, im Gesellschaftlichen, ist ja ein Veränderungsprozess. Und Menschen tun sich oft mit Veränderungsprozessen etwas schwer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass junge Leute darauf vorbereitet werden. Und darüber und vieles andere mehr kann man in dem Buch lesen. Durchdringung ist vielleicht ein gutes Wort. Design Thinking hat uns hier am HPI und in der Umgebung des HPI sehr durchdrungen. Herr Meinl erzählte von den Auswirkungen, von dem Eindruck, den es macht bei unserer normalen Studienrichtung, dem IT Systems Engineering. Aber in vielen ganz unterschiedlichen Bereichen hat Design Thinking Auswirkungen gezeigt. Und das ist der eigentliche Inhalt des Buches. Wo hat Design Thinking uns beschäftigt, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen und Arten? Ja, also wir werden ja in zwei Runden jetzt diskutieren. Wir hoffen, Sie haben die Chance, da mal reinzugucken. Es ist ein breites Spektrum aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Erfahrungsberichte, auch international, was mit dem Design Thinking bewirkt werden kann. Welt verändern, Innovation kann man lernen. Man staunt und ist erstaunt, ob der Vielzahl der unterschiedlichen Projekte, ob der Vielzahl der unterschiedlichen Autoren, ob des großen Wirkungskreises von Design Thinking. Jeder wird in diesem Buch zumindest zwei Kapitel finden. Auch wenn er sich wirklich Mühe gibt, keine zu finden, er wird zwei Kapitel finden, die er sehr interessant findet, ob der Thematik, ob der Autorenschaft.
und vielleicht auch noch eine Würdigung von Hasso Plattner selbst. Der hat nämlich das Ganze angestoßen, damals noch als Vorstandschef der SAP, befasst mit der Frage, wie man digitale große Unternehmen, ich sag mal Lachs, am Leben hält, weil der technische Fortschritt da sehr schnell ist. Der rief damals an und sagte, müssen wir unbedingt das, was er da in Stanford kennengelernt hatte, das war ein informales Programm am Engineering Department, das müssen wir unbedingt ausweiten und hier ans HPI bringen. Und er wird sich freuen, das ist das Ergebnis. Und so ist das Buch letztendlich auch ein Dank an Herrn Plattner und an die Stiftungsaktivitäten, die all dieses Design Thinking hier am HPI ermöglicht haben, all dieses breite Design Thinking über jetzt bald 15 Jahre. Bald 15 Jahre. Ja. Ja, Herr Weinberg, wenn Sie wieder zu uns kommen und das Zepter in die Hand nehmen. Gerne, vielen Dank auf jeden Fall für die freundliche Begrüßung auch unseres Publikums draußen und hier und für die Einleitung in das Buch und in die kommende Stunde. Wir haben uns gesagt, so eine knappe Stunde wäre es gut. Wir haben natürlich leider nicht alle der Autoren hier versammeln können, aber wir haben ein paar live hier und wir haben auch noch ein paar, die wird man nachher im Video sehen. Und in der Tat ist ja so, 2007 sind wir gestartet, das heißt, wir feiern nächstes Jahr 15 Jahre. Und wir sind anfangs ja sehr eng mit der D-School in Stanford und auch mit IDEO zusammen gestartet. Und ich weiß ja noch sehr gut, als Sie sozusagen, Herr Meinl, mich nach Stanford geschickt haben, gucken Sie da mal und nehmen Sie alles mit, was die geschrieben haben, so ungefähr. Und da stellte sich raus, es gab noch gar kein Buch, es gab nichts zum Design Thinking, es gab nichts, kein Paper. Und dann haben wir 2009 uns hingesetzt und haben gesagt, jetzt müssen wir aber auch endlich mal ein Buch zum Design Thinking schreiben. Und das ist dann auch, also 2008 oder so haben wir schon angefangen, 2009 ist rausgekommen und es ist wirklich an der Zeit, ne, dass wieder ein neues Buch hier erscheint. Und auch eines, das finde ich auch sehr gut, was in den Fokus setzt, die Bildung. Denn die Bildung, ich habe in meinem Beitrag in dem Buch, der ist ganz hinten zu finden, den habe ich übertitelt, der IQ wächst im VQ-Modus und was das ist, kann man denn lesen. Ja. Aber was mir wichtig ist auch und was der Tenor ist in dem Buch, ich hab versucht, die School of Design Thinking, die wir jetzt seit 14 Jahren hier betreiben, darzustellen als eine Art Prototyp für die Lernumgebung des 21. Jahrhunderts. Denn wir leben ja, und das haben viele, also ich zum Beispiel, mit einem 13-jährigen Sohn, in der Corona-Krise krass erlebt. Wir leben in Zeiten, in denen wir ein Bildungssystem haben mit Schulen, mit Hochschulen, die eigentlich nicht mehr aus dieser Zeit kommen, sondern aus der vordigitalen Zeit, also die mit analogen Denkmustern unterwegs sind und auch bis heute leider, trotz der Schulcloud, die Herr Meinl mit großem Enthusiasmus in den letzten Jahren gestartet hat und trotz vieler anderer Lernplattformen immer noch sehr analog in der Denke sind. Und wir haben das ja festgestellt, in der D-School, in unserem Kontext hier mit Studierenden, ist es uns relativ schnell gelungen, auf die Pandemie vernünftig so zu reagieren, dass wir nicht alles runterfahren mussten, dass wir nicht das Gefühl hatten, hey, jetzt geht gar nichts mehr. Und das hätte ich mir auch gewünscht für die Schullandschaft und auch für den großen Bildungsapparat, dass man resilienter ist, dass man weiß, hey, da kommt jetzt was auf uns zu und Veränderung ist nichts Problematisches, sondern Veränderung ist etwas, was ich gelernt habe, positiv anzunehmen in der Schule, am besten in der Schule. Aber leider kann man das eigentlich nur zurzeit lernen, intensiv an der D-School. In solchen Einrichtungen, wie wir sie jetzt geschaffen haben, seit 14 Jahren betreiben. Die Studierenden, die bei uns rausgehen nach zwei Semestern, haben keine Angst mehr vor Veränderung, haben keine Angst mehr vor Stress, sind widerstandsfähig in jeder Beziehung und sind vor allen Dingen, das ist super wichtig, kooperationsfähig und kollaborationsfähig und haben etwas in sich entdeckt. Die meisten haben etwas in sich entdeckt, was sie vorher nicht kannten, von dem sie keine Ahnung hatten, dass das existiert, nämlich kreatives Potenzial und kreative Energie. Und nicht nur bei sich selber haben sie die entdeckt, sondern die haben die entdeckt auch in dem Zusammenspiel mit anderen, die gar nicht aus der eigenen Disziplin kommen, sondern die irgendwas komplett anderes gemacht haben. Das ist ja das Tolle, dass wir hier seit 14 Jahren jetzt so eine Art Mini-Uni innerhalb des HPIs haben mit
ungefähr 100 Studierenden zurzeit aus 70 Disziplinen, aus 60 Hochschulen, 20 Nationen, die sich ständig treffen, zweimal die Woche, ja, und in kleinen Teams miteinander Probleme lösen. Und wenn da so ein Architekt mit einem Mediziner und einem Psychologin und einem Informatiker und einem Designer zusammentrifft, dann haben die tolle neue Erfahrungen. Und wenn die dann auch noch nicht einfach irgendwo im akademischen Elfenbeintürmchen irgendeine Aufgabe erledigen müssen, sondern wenn sie eine Aufgabe kriegen, wie wir das machen, aus der realen Welt, von großen Unternehmen, von Organisationen, sogar von Verwaltungen, öffentlichen Verwaltungen, dann ist da plötzlich ein Drive. Dann haben die eine Lust zu arbeiten, die wir nennen intrinsische Motivation. Ja, da kommt irgendwas raus, wird eine Energie freigesetzt, die die meisten unserer Studierenden so noch gar nicht erlebt haben. Ja, weil sie quasi drangsaliert werden in einem Bildungsapparat, der mit extrinsischen Faktoren in der Regel arbeitet. Wir setzen überhaupt nicht auf die Einzelbewertung in der D-School, seit 14 Jahren überhaupt nicht. Ja, wer seine Credits sammeln will, kann sie auch sammeln, aber die Kollaboration steht im Vordergrund, das Wir steht im Vordergrund und damit der WeQ sozusagen, die Wir-Qualitäten und nicht der IQ. Und ich bin ganz oft gefragt worden, ja, wenn die alle sich so kollaborativ verhalten und immer zusammenarbeiten und so weiter, dann verlieren die ja ihre Kompetenzen. Dann sind die ja vielleicht gar nicht mehr der coole Mediziner oder der tolle Architekt oder die super Informatikerin, sondern sie sind, ja, das ist unser cooler Timetimer hier, der signalisiert, wir gehen jetzt gleich rüber und das passt auch, sondern die sind unterwegs und lernen zu begreifen, dass das Zusammenarbeiten eben der Kern ist und dass da Dinge entstehen, die vorher in dem Ich-Modus gar nicht entstanden sind. Und der IQ, ja, wächst, das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, im VQ-Modus. Das heißt, in dem Wir-Modus entwickelt sich jeder Einzelne nochmal extrem weiter nach vorne. Und das ist in meinem kleinen Beitrag da zu lesen. Und das ist auch jetzt mein kurzes Intro-Statement. Und jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was andere gesagt haben zu ihren Beiträgen. Ich sehe nämlich hier eine ganze Reihe von Autoren tatsächlich auch physisch sitzen. Ja, und wir haben eine kleine Kompilation zusammengestellt und würde jetzt mal die Technik bitten, das schöne Video abzufahren. Hallo, ich bin Mana Taheri. Mein Name ist Jan Koch. I'm Annie Talbot. We're the Research to Impact Group at the Hasso-Plattner Institute in Potsdam. In diesem Kapitel geht es um Design Thinking in Massive Open Online Courses. Ein Kapitel über das Zertifizierungsprogramm für Design Thinking Coaches. Design Thinking für Führungskräfte, Innovation und Agilität möglich machen. Mauern, Möbel, Menschen, der Space im Design Thinking in Theorie und Praxis. Und es scheint eine einfache Kernregel für den Erfolg dieser Prozesse zu geben. Denke groß, nutze deinen gesunden Menschenverstand und starte mit dem, was du hast. Das Kapitel über den Nutzen und die Anwendung eines menschenzentrierten Ansatzes im Bereich Professional Education möchte anhand von anschaulichen Beispielen einen Schulterblick ermöglichen. Und in unserem Kapitel erzählen wir die Entwicklung dieses Neurodesign-Curriculums als ein Beispiel dafür, wie man Innovationsausbildung allgemein anbieten und entwickeln kann. Dass wir mittlerweile im Arbeitsbereich Neurodesign schon 9 verschiedene Kurse entwickelt haben, die alle verschiedene Innovationskompetenzen fördern. Wie man diese Design Thinking Immigrants zu herausragenden Coaches macht. Pointed out to alternative, to different ways in which a team can collaborate and can work more effectively. And we believe that this method can radically augment what we have as current approaches to brainstorming in society today. Towards a culturally responsive design thinking education. Wir freuen uns, wenn ihr in das Kapitel hereinschaut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr einiges mitnehmen könnt. And we're confident that you will enjoy reading our chapter. Bist du neugierig geworden? Dann schau doch rein. Design Thinking für Führungskräfte. Innovation und Agilität möglich machen. Ja, und jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, da waren ein paar Englischsprachige dabei und die D-School ist ja auch ständig englischsprachig.
das ist ein englischsprachiges Buch. Nein, das ist auf Deutsch erschienen und die englischsprachige Version kommt im Frühjahr nächsten Jahres, ja? So der Verlag mitspielt. Ja, jetzt haben wir ein paar Statements da schon gesehen. Das war noch nicht alles und die gibt es auch noch mal im Internet dann irgendwann später länger. Aber jetzt würde ich gerne für unsere erste Live-Runde auf die Bühne bitten, die Frau Dr. Julia von Thienen, den Herrn Professor Meinl und den Herrn Professor Übernickel. Bühne ist gut, das ist einfach schön einer unserer Tische, die wir damals vor 14 Jahren entwickeln mussten, die Kollaboration ermöglichen und so eine kleine Panel-Diskussion ist auch eine Art von Kollaboration. Und ich würde mal starten mit dem Buchbeitrag von Christoph Meinl und Julia von Thienen. Sie haben nämlich da geschrieben zur Relevanz von Design Thinking für die Digital Engineering Studierenden am HPI. Befähigung zur Kreativität und Innovation ist im Titel zu finden. Nur sind ja die HPI-Studierenden ohnehin in einem sehr zukunftsorientierten Bereich unterwegs. Das sind ja sozusagen Innovatoren schon, wenn die hier hinkommen. Warum, Herr Meinl, war das wichtig, dass Design Thinking eine Rolle spielt? Und wie schwer war das, den IT-Kollegen vor 14 Jahren zu erklären, dass es was gibt, was nicht IT ist? Also das Thema IT ist mit dem Design Thinking in meiner Erfahrung sehr eng verbunden. Aus folgendem Grund, wenn wir junge Leute ausbilden im Bereich Digital Engineering, dann sind die als Absolventen dann, egal wo sie zum Einsatz kommen, immer dabei, neue IT-Systeme zu bauen, zu entwerfen und zum Einsatz zu bringen. Und das ist immer für die Nutzer, die das System dann betreiben und laufen und damit arbeiten, ein Veränderungsprozess. Und Veränderung ist etwas, was vielen gar nicht so leicht fällt, vielen schwer fällt und was sich gar nicht auf dieses technische System allein bezieht, sondern die gesamte Arbeitswelt darum ändert sich ja. Und insofern war es für uns wichtig, den IT-Ingenieur nicht nur zu sagen, hier, ich habe euch das jetzt eingerichtet und jetzt seht damit zu, wie ihr fertig werdet, sondern den IT-Ingenieur auch noch zu befähigen, diese Veränderungsprozesse mit anzustoßen, zu kommentieren, zu begleiten. Und insofern passt dieses Thema extrem gut zu einem Haus wie dem Hasso-Plattner-Institut, wo wir Digitalingenieure, Digital Health-Fachleute, Cybersecurity-Fachleute ausbilden, die eben nicht nur top-technische Mitarbeiter sind, sondern auch die diesen Innovations-, diesen Change, diese Veränderung verstehen. Julia von Thienen, Expertin, Psychologin, Neurowissenschaftlerin, promoviert, jetzt hier am HPI seit einiger Zeit auch mit dem Thema Neurodesign unterwegs und damit also direkt zusammenarbeiten mit HPI-Studierenden, also mit IT-Studierenden. Die D-School-Studierenden kommen ja zum großen Teil gar nicht von hier vom HPI, sondern aus verschiedenen anderen Hochschulen. Wie siehst du das? Also wie ist das, wie schwierig ist das sozusagen Zugang zu kriegen von der Nicht-IT-Seite bei den Super-Experten und Nerds, wie wir auch manchmal so sagen? Ja? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ganz viel Spaß macht. Und da ist es fantastisch, direkt diesen Design-Thinking-Hintergrund zu haben. Und im Design Thinking, da sieht man ja, wie zwei Perspektiven zusammenkommen. Also das, was immer vorhanden ist im IT-Bereich, dieses starke Fachwissen und dieser scharfe analytische Blick. Und dann kombiniert mit dem, was wir so typischerweise mit dem Design Thinking assoziieren, so ein bisschen wilde Freiheit und engagiertes Ausprobieren und in verschiedene Richtungen denken, manchmal auch mit einem unstrukturierten Prozess und dann lernen aus dem, was passiert. Und das ist eine ganz wichtige Kombination, wenn man etwas radikal Neues auf den Weg bringen möchte. Und ich finde es spannend, dass man das auf verschiedene Weise kombinieren kann. Also wir haben ja sehr oft diese fantastischen Kurse, die ganz dediziert entweder über ein halbes Jahr oder wenn man am Ball bleibt sogar ein Jahr oder kann auch mal eine Woche sein, Design Thinking kondensiert anbieten in speziell dafür entwickelten Formaten.
Und das habt ihr wirklich ja, also mitreißend hier seit Jahren organisiert. Und daneben bieten wir im Neurodesign-Bereich noch, ich sag mal, ein bisschen einen komplementären Ansatz an. Denn wie du richtig sagtest, da kommen ja IT-Studierende. Und was wir machen, ist aus Design Thinking und Neurodesign-Perspektive die IT-Projekte zu begleiten und dazu helfen, dass die IT-Studierenden in ihrem eigenen Fachgebiet kreative, innovative neue Lösungen erstellen können. Und das machen wir dann beispielsweise, indem wir aus dem Design Thinking diese drei Bereiche gut mitreflektieren. Ganz besonders wichtig bei uns der Prozess, dieses iterative Lernen, das Ausprobieren, was bekannt ist. Dann auch der Raum, die Umgebung einen da unterstützen kann, was das für einen Einfluss hat und natürlich die Personen, wo bei uns dann auch ein ganz starkes über die Disziplinen hinweg, insbesondere mit der Neurowissenschaft, die Studierenden eingebettet werden in ein Netzwerk, wo alle, die eigentlich nicht Teammitglied sind, dann sehr schnell Teammitglied werden können. Also diese WeQ-Ansätze, das wird sehr stark gelebt und oft ändern sich dann auch die Teamkonstellation oder die Mentorenkonstellation, so wie es für die Studierendenprojekte passt. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung, wie dann auch oft in Zusammenhang mit, ich sag mal, anderen Fachgebieten hier Projekte aus deren wirklich IT-Domänen kommen und da spannende, innovative Lösungen wachsen in kurzer Zeit. Ja. Vielleicht kann da auch Professor Falk Übernickel was dazu sagen. Ist 2019 zu uns gekommen von der Universität St. Gallen und wir sind sehr froh, dass er jetzt sich mit Design Thinking Forschung und Innovationsforschung hier beschäftigt und damit sehr nah ist an der School of Design Thinking. Wir sind quasi ständig im Austausch auch und du hast ja auch noch netterweise ein großes internationales Projektnetzwerk mitgebracht, das Sugar-Netzwerk. Da waren wir schon so ein bisschen drin mit dem Fuß, aber jetzt ist es durch deine Person noch mal hier drin. Aber du bist ja auch konfrontiert sozusagen mit den IT-Studenten mehr als mit den D-School-Studenten. Wie ist da deine Erfahrung jetzt nach kurzer Zeit, also nach den 2 Jahren? Ist da die Bereitschaft da oder muss man da noch ein bisschen nachhelfen sozusagen? Ja, also man kann mittlerweile sagen, das Sugar-Netzwerk ist nicht nur ein äußerer Teil des HPIs, sondern wir sind gerade dabei, das vielmehr auch noch intern zu verankern und hier Teil der gesamten Kultur zu machen. Insgesamt sind wir ja 26 Universitäten, die seit vielen Jahren kollaborieren. Du hast es richtig gesagt, das HPI war in der Vergangenheit schon aktiver Bestandteil und wir sind jetzt quasi immer mehr das Zentrum in diesem Netzwerk. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus gibt es überhaupt gar keine Berührungsängste der jungen Leute mit dem Thema Design Thinking. Egal, ob wir jetzt unsere IT-Ingenieure anschauen oder alle anderen beteiligten Universitäten, ob Betriebswirte, Ingenieure oder Designer. Ganz im Gegenteil, die Forderung wächst immer mehr nach diesen Bildungsansätzen, weil auch die jungen Menschen in ihrem beruflichen Alltag, sei es durch ihre Eltern oder auch durch Praktika, realisieren, dass es nicht nur darum geht, wie du es ja auch teilweise in deinem Buch schreibst, dieses Brockhaus-Wissen zu kennen und zu können. Ich denke, das fällt nicht ganz weg, aber man realisiert mittlerweile, dass es eben etwas darüber hinaus braucht. Wir brauchen eben Bildungsansätze, die das Miteinander, die Kollaboration, aber auch die interkulturelle Kompetenz in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb ist es gar keine Schwierigkeit, hier bei unseren Studierenden am HPI, aber auch bei vielen anderen Hochschulen durchzukommen, sondern das ist etwas, was sofort aufgenommen wird und angenommen wird. Und innerhalb dieser Projekte, egal ob das jetzt bei euch an der D-School ist oder in dem Sugar-Programm, wird ja dann trotzdem das Fachwissen, was in den jeweiligen Fachdisziplinen erworben wurde, angewendet und weiter vertieft durch selbstständiges Arbeiten, getrieben durch die Neugierde und durch die Aufgabenstellung, die eben geboten wird. Und insofern ist es wirklich komplementär, ja, und der zukünftige Bildungsansatz. Ja, ich glaube, es gefällt uns ja auch allen, dass, wenn ich mir diese Etage angucke und mir vorstelle, bis heute Nachmittag hier war, da waren mehrere Tische besetzt, ja, ganz spontan von HPI-Studierenden. Nicht von D-School-Studierenden, sondern von HPI-Studierenden. Ich habe schon Tage erlebt hier, auch in der letzten Zeit, interessanterweise während der Pandemie, hier, wenn das fast die gesamte Etage voll ist, überall stehen, sieht man
komplizierte Formeln an den Whiteboards hier und Teams, die sich da unterhalten, intensiv. Und das war vor 5, 6 Jahren noch nicht der Fall. Da war das hier so sozusagen die Design Thinking Domäne, da geht man nicht hin. Das ist nicht unser Turf, das ist ein anderer Turf. Aber mittlerweile ist es, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Meinl, ist es wirklich angenommen, ja? Und ich finde das klasse. Also ich finde das auch eine sehr schöne Entwicklung. Insbesondere für IT-Studierende, aber auch für andere sind so Grundthemen des Design Thinking sehr wichtig. Also zum Beispiel zunächst mal zu verstehen, ein Problem, wir nennen das ja nicht Problem, sondern wir nennen das Herausforderung, die zu verstehen und dazu mit allen ins Gespräch zu kommen, die davon betroffen sind. Das ist ein Manko oft bei IT-Leuten, die freuen sich, endlich wieder am Computer zu sitzen, ihr System zu bauen, haben eine sehr schnelle Vorstellung, was der Kunde, der Partner sich wünscht, bauen das dann. Dann haben wir ein Problem beim IT. Zwischenergebnisse können nicht besichtigt werden. Das ist nicht wie bei Architekten, wo man sich dann gemeinsam um ein Modell stellt und auch der Nichtfachmann sagen kann, ach, die Fenster sind mir viel zu groß oder die Tür zu klein oder die Terrasse zur falschen Seite. Das gibt es beim IT nicht. Die Modelle, die wir haben, ist Mathematik. Also die versteht kaum jemand und dann ist das System fertig. Und dann müssen die Leute damit zurechtkommen. Das Design Thinking lehrt ja einen sehr großen Blick auf diese Zentrierung, auf diese Nutzerzentrierung zu werfen. Und das kriegt man nur hin, wenn man wirklich versteht, was braucht der denn? Und oft kann der das nicht ausdrücken. Kann es nicht ausdrücken aus dem Grund, weil IT ja Sachen kann, die es vorher gar nicht gab, die man sich also deshalb auch gar nicht ohne weiteres vorstellen kann. Deswegen muss man auch Dinge herausbringen, die vielleicht gar nicht artikuliert werden können, die dann irgendwie durch Gestik oder durch wie die Leute sich beim Interview bewegen, sagen, ach, da gibt es noch was, eigentlich meinen die das gar nicht, sondern eigentlich ist das, was das Problem ist, ein Stück weiter. Und das zweite ganz wichtige Prinzip ist dieses Fast Prototyping. Also sehr schnell nicht nur zu erzählen, da kann jeder irgendwie sein eigenes Verständnis von haben, Begriffe sind ja verschieden annotiert, sondern durch haptisches wirklich herauszukriegen, ist es das so, wie du es gemeint hast? Was ich dir jetzt erklärt habe, was meine Idee ist oder unsere Idee ist, ist das wirklich so, hier guck dir es mal an, ist das ein System, was du brauchst? Und da auch zu lernen, da nicht zu viel zu investieren in diese Modelle, dann fängt man sie nämlich an zu verteidigen. Zu verteidigen gegenüber den Nutzern, sondern hat dann Schwierigkeiten, Kritik aufzunehmen. So, wenn das mal schnell hinskizziert oder mit Lego gebaut oder Plastilin oder was es da gibt, dann ist man auch sehr schnell bereit zu sagen, ach, du hast recht, das könnte man ja hier viel schöner machen. Also diese Prinzipien nebenbei im Studium zu lernen, Anregungen zu geben und dann diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die verschiedenen D-School-Aktivitäten einfach laufen zu lassen, wo man dann mitmachen kann. Sie hatten ja schon gesagt, dass die Kreditpunkte hier nicht im Vordergrund stehen, sondern dass die eigene Qualifizierung das antreibende Moment ist. Das bringt dann die Studenten und Studentinnen dazu, hier diese tollen Räume, alles beweglich, sehr gut Arbeitsbedingungen auch im Team sehr schnell herzustellen, dann hier mit Freude zu sein. Ja, ja. Ich will noch vielleicht noch ein anderes Thema noch mal in die Dreierrunde hier bringen. Das ist nämlich so der Blick in die Zukunft. Ne? Falk, du hast deinen schönen Buchbeitrag überschrieben, Kontextualisierung des Design Thinking mit multiplen Intelligenzen. Ja? Und wer genau wissen will, was das bedeutet, der muss natürlich lesen, ist klar. Aber Sie beide haben einen Beitrag gemacht, wo es um Neurodesign geht. Ja? Ist das... Wo sehen wir die Zukunft? Wo bewegt sich Design Thinking hin und welche Rolle spielen die Neurowissenschaften in einem Bereich, wo wir vor 7, 8 Jahren auch in dem Forschungsprogramm vielleicht so ansatzweise da was von gehört haben, aber nicht wirklich. Also steckt da wirklich Musik drin? Und Frage vielleicht an die Experten erst oder Expertinnen. Ja. Ja?
Julia? Okay, ja, dann antworte ich erstmal zum Neurodesign oder überhaupt zur Zukunft des Feldes. Und da denke ich im Design Thinking, wir hatten viel drüber gesprochen, es geht um Innovation, es geht um Veränderung. Und deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, sich da gar nicht zu sehr jetzt auf eine Sicht der Dinge festzulegen, sondern das sind alles fruchtbare Einflüsse, die kommen und sich weiterentwickeln. Und wir sind gespannt, wo sie hinführen. Und ein wichtiges Potenzial, was ich jetzt beispielsweise in der Neurowissenschaft sehe, ist, dass es ein vertieftes Verständnis oder auch nochmal eine neue Perspektive auf die Human Needs bringen kann. Also wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, wie wichtig es ist, tatsächlich zu verstehen, wie es dem Nutzer dann geht mit der Lösung und das möglichst auch frühzeitig so im Blick zu haben. Und das wird immer wichtig sein, diese tatsächliche direkte Interaktion natürlich mit dem Nutzer. Und zusätzlich kann die Neurowissenschaft oder auch ein bisschen allgemeiner, also diese physiologisch, psychologisch, medizinischen Perspektiven können da auch Beiträge leisten. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben oft natürlich festgestellt, wie wichtig es ist, in diesem WeQ-Modus zu arbeiten. Aber wie kommen wir da eigentlich hin? Also was brauchen Menschen, um in dieser Weise zueinander zu finden und dann gut miteinander zu arbeiten? Es stellt sich raus von der Hirnforschungsseite her, das passiert dann, wenn tatsächlich auch die Physiologie bis hin zu den Hirnwellen und Herzrhythmus, sogar Hautleitwerte, wenn die miteinander synchronisiert sind. Und wie schaffen wir es, in so einen Modus zu kommen, wo wir uns synchronisieren? Da haben wir ja keinen bewussten Einfluss drauf und sagen, jetzt synchronisieren wir uns. Und da ist deutlich geworden, dass Körperbewegung und das gemeinsam sich begegnen und einfach bloß wissen, zum Beispiel, jetzt braucht der eine was, ich gebe es zur rechten Zeit, wir stimmen uns aufeinander ein, wie wichtig das ist. Lieber Uli Weinberg, für die Warm-Ups gibt es jetzt hier eine neurowissenschaftliche Begründung. Ja, absolut. Das war ja immer im Design Thinking ganz wichtig und hat aufgelockert und die Leute zusammengebracht. Jetzt wird ein Stück verstanden und gemessen und nachgewiesen, dass das wirklich sinnvoll ist. Ja, nicht nur das finde ich ganz richtig, aber das bestätigt mich auch nochmal in dem, was wir mit den Tischen gemacht haben. Das war nämlich in Stanford war das noch Sitzmodus, und dann haben die experimentiert, ins Entstehen bringt die Leute tatsächlich auch mehr in Bewegung. Und ich denke, du würdest jetzt auch nicht empfehlen, mach wieder sitzen, ist besser, oder? Das Schöne ist ja die Flexibilität, auch der flexible Raum und dann gucken, was sind die Bedürfnisse und dann gemeinsam gucken, was braucht der andere und es gemeinsam dann umsetzen und auch wieder ändern, wenn es dann wieder andere Bedürfnisse gibt. Und in der Hinsicht wäre auch mein Plädoyer, möglichst gucken einfach, was man fruchtbar findet und dann gucken, wo wir es weiter hinführen. Ja. Falk. Genau. Also es gibt natürlich verschiedenste Richtungen, wo wir in der Forschung hinschauen. Und Julia hat jetzt, denke ich, eine große, wichtige, geht mehr in die konkrete, praktische Ausbildung. Dort wollen wir drei Schwerpunkte setzen, wovon ich einfach mal einen rausgreife. Hier geht es mehr auch um die ganzen ökologischen Nachhaltigkeitsfragestellungen, die wir in Zukunft stärker mitdenken wollen und auch den Studierenden mitgeben möchten innerhalb des Programms. Also jenseits auch der einzelnen Human Needs, dass wir mehr auf Gesellschaften abstellen, auf uns als globale Bevölkerung, dass wir versuchen von vornherein mitzudenken, was eigentlich notwendig ist beim Design von Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen, um auch die ökologischen Aspekte vollständig mit zu berücksichtigen und von vornherein in den Lösungen dann auch die bestmöglichen Technologien zu antizipieren. Und welche Rolle spielen dann da diese multiplen Intelligenzen, die in eurem Titel stehen? Das ist eine ganz wichtige Frage und auch eine ganz wichtige Zutat in diesen Teams, dass wir eben verschiedene Intelligenzen und damit natürlich auch verschiedene Personen brauchen. Ich denke, ihr verkörpert das natürlich an der D-School und ich denke auch in der Academy schon seit vielen, vielen Jahren. Aber es zeigt sich halt auch in dieser aktiven Studentenausbildung, dass wir das brauchen, denn Probleme lassen sich nicht mehr durch einzelne Intelligenzen alleine lösen, sondern nur in dem Zusammen. Ja, das, was du wahrscheinlich auch als VQ eben bezeichnest. Und dazu braucht es diese multiplen Intelligenzen der Kollaboration, der verschiedenen fachlichen Ausprägungen, aber auch zum Beispiel Nachhaltigkeitsintelligenz, verstehen wir unter diesen multiplen Intelligenzen. Ja, und oft ist es so, dass eine einzelne Person diese wahrscheinlich nicht vollumfänglich verkörpern kann. Es gibt halt Präferenzen für das eine oder andere und das ist auch gut so. Ich denke, das kann man nicht überschreiben, sollte man auch vielleicht nicht unbedingt versuchen.
aber als Team kann man dann diese verschiedenen Intelligenzen zusammenbringen und im Lösungsprozess dann voll ausschöpfen. Und da gibt es ja auch Menschen, die dann sagen, ja, das ist ja Schwarm, ne? Das ist die Schwarmintelligenz. Würdest du das unterschreiben? Das ist die multiple Intelligenz. Ich habe eine etwas andere Sicht da drauf wahrscheinlich. Also ich würde nicht sagen, dass das Schwarm und multiple Intelligenz in einem Team ganz das Gleiche ist, aber da gibt es vielleicht verschiedene Sichten. Ja, ich denke, es ist nicht. Ich setze auf die Diversität und sage, genau. Schwarmintelligenz ist gut bei Tieren, bei Menschen ist das die multiple Intelligenz, das ist richtig. Und das Team, wie wir da einfach zusammen. Also der Schwarm wirkt ja auch oft sehr homogen. Ja. Also wenn der Schwarm dann aus Piranhas und Goldfischen bestehen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon. Dann wäre es was anderes, aber der ist dann relativ schnell klein, der Schwarm. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Fragen hier aus dem Live-Publikum oder auch aus dem Chat. Und Steffi Schwertfeger signalisiert, da gibt es ein paar. Da gibt es einfach noch ein paar Leute haben gefragt, vielleicht Julia, kannst du es nochmal kurz nachrichten, was genau Neurodesign ist. Was genau Neurodesign ist? Ja, in dem Bereich Neurodesign, der hat sich entwickelt aus dem Design Thinking und ist also eben ganz eng verbunden. Das heißt, Design Thinking oder Innovation, Zusammenarbeit, Kreativität sind da ganz zentrale Bereiche. Und hinzu kommen dann die Bereiche einmal Neurowissenschaft oder allgemein physiologisches Wissen, auch medizinisch-psychologisches Wissen und Engineering. Das heißt, in diesem Schnittstellenbereich bieten wir Kurse und Inhalte und Projekte an. Wie weit das Buch in der voruniversitären Bildung, das kommt leider ein bisschen kurz. Ich würde da nachher noch mal zukommen. Ich überlege, ob es da ein Kapitel zu gibt. In jedem Fall haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, das im schulischen Kontext anzuwenden. Wir haben ja dieses große Schulcloud-Projekt gehabt und dort haben wir natürlich mit den Instrumenten des HPIs nicht einfach angefangen zu entwickeln, sondern haben mit dem MINT-EC, das ist ein Schulnetzwerk, 300 Schulen, haben die eingeladen, die Lehrer, die Schüler, und haben am Anfang hier lauter Design Thinking Workshops gemacht, um herauszufinden, was wünschen die sich denn, wenn sie einen digital unterstützten Unterricht, es geht ja nicht darum, jetzt den Unterricht von der Schule einfach ins Netz zu verlegen, das waren Lockdown-Notwendigkeiten, wir alle wissen, wie begrenzt die in ihrem Erfolg waren, sondern es geht ja darum, im Unterricht, wann immer sinnvoll scheint, auch digitale Medien nutzen zu können. Und dort haben wir erlebt, dass das nicht nur Spaß macht den Schülern und Schülerinnen, sondern dass da auch tolle Ideen geboren werden, wenn das ein bisschen moderiert wird, ein bisschen zusammengefügt wird, dass dann Dinge, dieses spielerische, gemeinsame Denken, Ping-Pong der Gedanken, dass das natürlich sofort auch im schulischen Bereich funktioniert. Ein bisschen erinnere ich mich, Uli, an die ersten Tage hier in der D-School, wenn wir Gäste hatten und wenn die sagten, das sieht doch aus wie ein Kindergarten. Ja, das war ja auch die erste Pressemeldung, eine der großen Schlagzeilen, die wir hatten, Kindergarten für Erwachsene. Aber da war Hasso Plattner noch ein bisschen erschrocken anfangs. Ja. Wir haben dann sehr schnell gelernt, dass das ein Kompliment ist und keine Herabsetzung, weil diese Offenheit, diese Neugier, diese Bereitschaft, einfach mit anderen in Kontakt zu kommen, gerade bei Kindern sehr ausgeprägt ist. Das ist ja die Phase des Lernens, die Welt begreifen, zu verstehen und dann langsam mal bei Älteren eher mit so einer zurückhaltenden Vorsicht gemündet. Also Design Thinking top auch im Bereich der schulischen Bildung, vorschulischen Bildung. Vielleicht dürfte ich da ergänzend auch einfach nochmal ermuntern, ein bisschen quer zu lesen, denn das, was wir jetzt auch hier im Design Thinking gesehen haben, es wird natürlich oft in komprimierten Formaten angeboten und gleichzeitig gibt es doch viele Elemente, die wichtig sind, wie zum Beispiel dieses Lernen aus Prototypen. Das heißt, auch wenn man im voruniversitären Rahmen Bildungsformate neu entwickelt, dann kann man da ganz viele Einzelelemente, die schon wichtig sind, rauspicken und bestimmt auch im Unterricht integrieren. Deshalb, ja, mit viel Neugier lesen, da findet man bestimmt ganz viel. Ja, mir fällt noch eins ein, also es gibt ein ganz frisches Projekt, was auf das HPI zukommt, nämlich ein neues Schulfach zu kreieren.
Und wir sind gerade dabei, den Plan zu machen, wie das zu machen ist. Und es ist ganz klar, dass es ohne Design Thinking nicht geht. Ja. Das wissen die Beteiligten bis hin zum Minister, Ministerin, die sagen, da sind wir dabei. Ja, ich würde ja vorschlagen, wir machen gar kein neues Schulfach, sondern wir verabschieden uns von den Fächern in den Schulen und bauen ein großes Fach. Wie das heißt, weiß ich noch nicht, aber da finden wir sicher was. Nee, was mir zu dem Thema Schule noch einfällt, weil das finde ich ein wichtiges Thema. Und Claudia Nicolai, unsere akademische Direktorin, sitzt auch hier und kümmert sich in den letzten Jahren sehr intensiv auch darum, was machen wir mit Schulen. Und wir sind ganz früh schon, ganz am Anfang, so vor 14 Jahren, in Kontakt gekommen, sofort eigentlich mit Schulinnovatoren in Berlin. Margret Rassfeld zum Beispiel, Evangelische Schule Berlin-Zentrum, war eine der ersten Besucherinnen bei uns. Und wir haben ganz viele Parallelitäten festgestellt von dem, was sie sich vorstellte in ihrer Grundschule damals, weiterführenden Schule jetzt, und was wir hier machen. Und ich bin echt froh, dass wir es jetzt in diesem, das kann ich jetzt auch loswerden, in diesem Semester gerade ein Advanced-Track-Projekt gestartet haben mit der Siemens-Stiftung zusammen und The Index Project in Dänemark. Weil die Siemens-Stiftung ist in den letzten Jahren schon in Südafrika und in Chile unterwegs gewesen mit Design Thinking in die Schulen bringen, vor allen Dingen MINT-Schulen. Ja. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren sind wir im Gespräch mit der Siemens-Stiftung. Das muss auch in Deutschland passieren. Und wir machen jetzt ein Projekt und herauskommen soll Anfang nächsten Jahres dann ein Programmkonzept, wie wir vernünftig Design Thinking in die Schulen bringen können. Und also ein Programm, was nachhaltig ist. Jetzt sagt unser schöner Timetimer, der uns immer an die Zeit mahnt, dass ich mich bedanken darf für das gute Panel, für die schöne Diskussion und auch für die vielen Fragen, die gekommen sind. Und jetzt könnten wir jetzt so ein Video noch Zwischentitel brauchen, aber haben wir jetzt gerade nicht. Dann machen wir einen fliegenden Übergang. Vielen Dank, Herr Meidel. Vielen Dank, Herr Übernickel und Julia Thien. So, dann haben wir jetzt die zweite Diskussionsrunde auch mit Live-Gästen, die auch beide Buchbeiträge geschrieben haben. Und wir hatten uns bis jetzt so stärker beschäftigt mit Design Thinking im akademischen Kontext. Ja, was machen wir mit Studierenden und jetzt auch Schule? Aber jetzt geht es darum, und das treibt ja die HPI Academy jetzt schon seit 13 Jahren um, 12 Jahren, wie kriegen wir Design Thinking in die Köpfe von Nichtstudierenden, also von Entscheidungsträgern, von Menschen, die keine Zeit haben, ein Semester hier zu studieren, sondern die voll im Job stehen, die in der digitalen Transformation mit ihrem riesen oder kleinen oder mittelständischen Unternehmen unterwegs sind. Und wir haben zwei, die sich damit intensiv beschäftigen. Anni Kergen bitte ich gerne hier vorne zum Tisch. Design Thinking Strategist und Master Coach steht auf ihrem Titel hier for Executive Trainings an der HPI Academy. Und Selina Meyer, Program Lead, Corporate Innovation auch an der HPI Academy. Und herzlich willkommen euch beide. Starten wir mit Anni Kergen. Ja. Du warst vor 9 Jahren ungefähr warst du bei einem Unternehmen und du warst Projektpartner bei der D-School. Wir haben ja ein projektbasiertes Lernprogramm, Studienprogramm. Wir haben jedes Semester viele Projektpartner und da war auch ein Unternehmen mit dabei aus Düsseldorf und bei dem Unternehmen war Anni Kergen die Vertreterin und die war so begeistert, diese Vertreterin, dass sie gesagt hat, das ist ja super. Von dem Ergebnis zurück nach Düsseldorf, wollte das implementieren und hat dann gemerkt, ist ja gar nicht so einfach. Ich bin begeistert, aber ein Teil meiner Kollegen findet das ganz komisch, was da so gemacht wurde mit Post-it-Notes und so. Und dann hast du aber gesagt, ist mir egal, ja, ich mache jetzt mal ein Sabbatical und gehe an die D-School, ja, und mache ein Professional-Training mit, ein ganzes Semester. Du hast ja gesagt, ich mache frei, ein paar Monate und das hat auch das Unternehmen zugelassen, die Agentur, bei der du damals warst. Und hast du ein Semester gemacht und danach hat es dich nicht mehr losgelassen, ganz offensichtlich. Denn kurze Zeit später saßen wir dann, ich war es noch gut, hier oben im Büro. Ich hatte irgendwie so eine Idee entwickelt. Wir haben einen Basic Track, wir haben einen Advanced Track und da brauchen wir noch einen Professional Track. Und dann hast du gesagt, das ist cool, das entwickle ich jetzt. Ja. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Ein Trainingsprogramm für Führungskräfte, die eben mehr wissen wollen, als so mal 3 Tage reinriechen. Ja.
Und du hast deinen Beitrag hier überschrieben, strategisches Design Thinking als neuer Weg in die Führung von digitalen Transformationsprozessen. So hast du deinen Buchbeitrag genannt. Und wie hat sich für dich, du hast das ja jetzt lange Jahre erlebt, ja, auch diese Entwicklung, ich glaube, damals hättest du so einen Beitrag nie so überschreiben können. Ja, da wäre das noch viel stärker Methode, Innovation und so weiter. Wie hat sich für dich Design Thinking entwickelt, gerade mit dem Blick auf, was macht es in Unternehmen? Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Schade. Ich brauche gar nicht mehr antworten. Nein, mit dem Wort Innovation, das war, als ich an die D-School kam, ans HPI kam, ganz sicher in erster Linie eine Methode, um Innovation zu lernen. Das heißt, die Unternehmen, die hergekommen sind, die Unternehmen, die in die Kurse kamen, die hatten in erster Linie das Ziel, innovativer zu werden. Was dahinter steckte, war meistens das Bedürfnis, Komplexität zu managen. Aber das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren auch so ins Bewusstsein getragen. Und ich denke, spätestens seitdem große Unternehmen, große digital sehr erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Facebook oder Apple ganz offen sagen, unsere digitale Transformationsstrategie heißt Design Thinking oder wir gehen nutzerzentriert vor, wir gehen iterativ vor, wir machen Experimente und lernen dabei, wir gehen multiperspektivisch vor. Seitdem ist Design Thinking auch bei etablierten Unternehmen, klassischen Unternehmen ganz klar als Transformationsmethode, als Ansatz zur Transformation angekommen und entsprechend vielfältig ist jetzt auch das Publikum oder es sind jetzt auch die Teilnehmer, die zu uns in die Kurse kommen. Das waren früher Direktoren von Innovationsabteilungen oder Research- und Development-Abteilungen und heute kommt praktisch jeder. Also da ist der Marketingmanager, der Projektmanager genauso drin wie die neu gegründeten Transformations- oder Digitalisierungsabteilungsleiter. Manche Teilnehmer kommen hierher, weil sie denken, Design Thinking bringt sie persönlich weiter. Es ist mittlerweile auch ein richtiges Asset im Lebenslauf. Also wenn ich eine Design Thinking Ausbildung in meinem Lebenslauf habe, stehe ich am Markt besser da. Design Thinking steht in ganz vielen Stellenbeschreibungen. Also wir sehen wirklich mittlerweile wahrscheinlich querbeet alle Abteilungen und auch viele Ebenen in den Unternehmen, bei uns in den Kursen. Sehr schön, ja. Ich habe ja auch ab und zu Tuchfühlung mit Führungskräften und ich hatte auch Tuchfühlung zusammen mit Selina Meyer, mit Führungskräften aus dem Verwaltungsapparat. Ja. Selina Meyer ist jetzt seit 7 Jahren an der D-School. Du hast tatsächlich Basic und Advanced Track gemacht. Du hattest nicht vor, aus einer Firma auszusteigen, ja, genau. Du warst dann im Studium, hast dann deine Master gemacht. PhD bist du gerade dabei, aber deinen Master gemacht in Arbeitsorganisation und Wirtschaftspsychologie, also auch interessante Kombination. Ja. Dich hat es aber auch so nach den 2 Semestern D-School, das sind ja immer nur 2 Tage die Woche, ich freue das immer so, ne, wenn man in 2 Tagen die Woche mehr erreichen kann als in 3 Tagen in der Woche, ja, die man sonst so für sein normales Studium braucht. Hat sich auch nicht losgelassen, bist dann weiter hier geblieben und ich erinnere mich noch an diesen Workshop, das war, glaube ich, kurz vor der Pandemie, also kurz vor dem wirklich Lockdown und so weiter, in einem großen Bundesministerium gemacht haben, ich nenne jetzt keine Namen, und wo wir mit Führungskräften was zu tun hatten, so einen ganzen Tag lang, und das war jetzt nicht so eine super erfreuliche Erfahrung, würde ich sagen, ja, also was musste man da tun, ja, in den öffentlichen Verwaltungen, dass diese Art von neuen Leadership-Prinzipien, die du auch zusammen mit, du hast das ja nicht alleine geschrieben, sondern eben mit Flavia Bleuel und Christina Stenzel, was ihr da niedergeschrieben habt, was muss man tun, was muss passieren, bis es da ankommt? Genau, ich würde sagen, es war ein Lerngeschenk, wie eine frühere Kollegin von mir manchmal so nett zusammengefasst hat. Anni meinte vorher Extremnutzer für uns und in unserem Umfeld. Denn das hat eigentlich damit angefangen, dass das, was du vorher beschrieben hast, die hohe intrinsische Motivation, die wir auch in Unternehmen bringen können mit Design Thinking, bei Mitarbeitern ankommt, die dann aber manchmal schnell wieder bei uns landen und sagen, Moment mal, ich komme damit nicht weiter. Weil wenn meine Führungskraft nicht versteht, was ich damit mache,
machen möchte, dann endet irgendwann auch die intrinsische Motivation wieder. Und ich glaube, im Verwaltungsapparat sind wir einfach nochmal einen sehr speziellen Kontext begegnet, in dem das alles noch ein bisschen extremer für uns zum Tragen kommt, wo wir aber sehr viel darüber gelernt haben, wie wir da eben in die Tiefe gehen können und vielleicht auch nicht Detailmethodenwissen transportieren müssen, sondern die Gedanken dahinter und wie eben das Mindset von Design Thinking auch eine Verwaltung verändern kann und wie wichtig das ist, eben Mitarbeitern dann gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen und auch eine gewisse Autonomie, um überhaupt so kollaborativ zusammenarbeiten zu können. Ja. Das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt, wie sich Design Thinking in den letzten Jahren verändert hat. Also wenn vor vielleicht 5 oder 6 Jahren wirklich die Teilnehmerinnen zu uns noch herkamen, um die Methode zu lernen, geht es jetzt viel mehr um das Mindset oder um die Regeln, die Prinzipien, die ich mir ableiten kann aus der direkten Praxis, aus der direkten Anwendung der Methodik, damit ich das dann eben im spezifischen Kontext übersetzen kann. Genau, und damit arbeiten wir eben in der Zwischenzeit auch ganz viel. Ich mache halt in der Zwischenzeit sehr viel, fast nur noch mit Führungskräften. Das heißt, da ist durchaus ein hoher Bedarf. Und ich glaube, in den letzten 1-2 Jahren durch die Pandemie haben wir eben auch festgestellt, dass Management stark gefordert ist neben Fachthemen. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie schaffe ich auch Themen wie psychologische Sicherheit, damit Teams so zusammenarbeiten können, wie wir uns das im Design Thinking vorstellen? All diese Fragen sind total relevant. Und wir haben festgestellt, dass Design Thinking und sowohl kleinere Methoden und Tools liefern kann, eben aber auch vor allem das Mindset, was auch helfen kann, wirklich in diese große, auch kulturelle Transformation zu gehen. Und in diesem Zuge scheint es auch so zu sein, dass Design Thinking ein gutes Potenzial dafür bietet, diese Schlucht, die es gibt, speziell in der Transformation, aber auch wenn es um eben neue Art zu führen beispielsweise geht, diese Schlucht zwischen ich weiß eigentlich, was ich tun muss oder in der Strategie ist es definiert, der Plan steht, aber wie um Himmels Willen setze ich das um? Und Design Thinking als Strategie benutzt, bedeutet auch, diese Strategie konkret übersetzen zu können mit Methoden und Tools, die dank der HPI-Forschung auch wirklich basiert sind auf Erkenntnissen aus der Forschung. Und Julia Fontinen hat das vorhin sehr schön als Beispiel genannt. Warm-ups beispielsweise, also diese kleinen Übungen, die wir im Design Thinking zur Auflockerung machen oder machen, um das Eis zu brechen, um Menschen zusammenzubringen, die sind extrem schwierig zu übersetzen für Unternehmenskontexte. Da sind dann Teilnehmerinnen zu uns gekommen, die gesagt haben, das können wir schlichtweg nicht machen. Wir arbeiten bei einer Bank, da können wir uns nicht auf den Flur stellen und plötzlich in die Hände klatschen und im Kreis laufen. Das funktioniert nicht. Mit dem Wissen aber, was wir auch hier vermitteln können mittlerweile, mit dem Wissen aber, dass es exakt diese Warm-ups sind, die dafür sorgen, dass ich zu einer besseren Team-Performance komme, ist es sehr viel leichter für Teilnehmerinnen, das entsprechend auch zu integrieren und in ganz spezifische Unternehmenskulturen zu übersetzen. Und ich glaube, Design Thinking bietet uns da wirklich auch eine gute Grundlage, gewisse Sachen erlebbar zu machen. Genau das, was vorher angesprochen wurde, je mehr wir Körper und auch sozusagen den Kopf in Synchronität bringen, desto besser können wir auch über Dinge kommunizieren. Das heißt, was wir auch viel versuchen, wenn wir mit Führungskräften sprechen, wie mache ich denn ein Thema wie psychologische Sicherheit in irgendeiner Form anfassbar? Wie zeige ich denn dort reales Verhalten und nicht nur eine Diskussion über ein Buzzword? Und ich glaube, da haben wir mit Design Thinking eben wirklich eine gute Grundlage, um da auch ins zu kommen. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die bezieht sich auf die Pandemie, die wir ja alle erlebt haben, sprich weiter erleben noch gerade. Und die hat ja uns alle vor ziemliche Herausforderungen gestellt. Ich weiß noch sehr gut, März letzten Jahres, dass wir uns echt die Frage gestellt haben, machen wir jetzt ein Nullsemester oder was machen wir jetzt? Ja, weil wir ja total physisch unterwegs waren, die School wie auch die Academy. Jetzt habt ihr wahnsinnig viel mit Unternehmen zu tun, denen es relativ flott, also gerade den großen Unternehmen, relativ schnell gelungen ist, weil die ohnehin mit distribuierten Teams arbeiten, international grenzüberschreitend und so weiter, schon daran gewöhnt waren, dass man Videocalls macht und so weiter, die dann wie eine SAP dann relativ schnell ihre 100.000 Leute zack, ins Homeoffice geschickt hat. Wie war da eure Erfahrung, wie damit umgehen, was davon lernen, was können wir da rausgeben noch und wie seht ihr das in der nächsten Zukunft jetzt, also wenn die Pandemie ein bisschen abebbt, so ganz weg wird sie ja nicht.
Also bezogen auf die Trainings war es mit Sicherheit erstmal eine Umstellung, aber es ging relativ schnell, weil, wie du eben sagtest, speziell die globalen Unternehmen waren es ohnehin schon gewohnt, virtuell zu kommunizieren. Und die haben sich sehr, sehr gefreut, dass sie auf einmal Tools bekommen haben, um das noch zu verbessern und dass sie die Möglichkeit hatten, speziell unter diesem Aspekt der knappen Zeitressource bei Trainings dabei zu sein, die normalerweise nicht möglich gewesen wären. Was aber auch ganz klar geworden ist, sehr schnell klar geworden ist, dieses ganze Thema Kollaboration, Empathieaufbau, das stand dann schon vor neuen Herausforderungen. Und das war eigentlich so das Grundlegende, wo dann auch Teilnehmerinnen zu uns kamen und uns gefragt haben, wie können wir das hinkriegen? Wie können wir dieses Thema Empathie im virtuellen Raum, wie können wir das aufbauen? Könnt ihr uns da helfen? Und so sind einfach auch schnell Formate entstanden, wo wir das gemeinsam entwickelt haben. Das sind sicherlich auch Dinge, die jetzt Bestand haben werden und die bleiben werden, unabhängig davon, dass es nach wie vor so ist, dass das persönliche Miteinander arbeiten, das persönliche Miteinander umgehen, zumindest was bestimmte Arbeitsmodi angeht, vorzuziehen ist und zu besseren Ergebnissen führt. Eine Sache, die ich erlebt habe, ist, dass zwar auf der einen Seite wirklich viele der Organisationen große Herausforderungen hatten, muss man sagen. Wir haben ja auch viele Kunden im Healthcare-Bereich, die da wirklich sehr schnell sehr viel auf die Beine gestellt haben. Was ich aber dann in unseren Formaten erlebt habe, ist, dass Menschen ein bisschen eine Lizenz zum Neudenken hatten, weil es war ja eh jeden Tag alles anders. Und das hat uns gerade in großen Unternehmen total geholfen, eine ganz andere Offenheit zu erzeugen. Also ich glaube, ich habe gerade zu Beginn der Pandemie wahnsinnig ehrliche und offene Gespräche in Workshops erlebt und eine wahnsinnig hohe Bereitschaft. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das, dass wir das tatsächlich ein bisschen weitertragen, weil manche der Teilnehmerinnen in unseren Workshops wirklich selber gespürt haben, oh, ich kann ja trotz meiner 103 Regularien hier plötzlich was ganz anderes tun, weil gerade dürfen wir alle, wir müssen ja Dinge neu tun. Und ich glaube, wenn Sie diesen Spirit noch ein bisschen weitertragen können, dann ist uns auf jeden Fall in unserer Arbeit schon mal sehr geholfen. Ja, das klingelt bei mir auch, weil wir haben ja damals im März dann gesagt, wir machen nicht ein Nullsemester, sondern wir gehen komplett digital mit unserem studentischen Programm, bieten das an, hatten so zum Glück noch so einen kleinen Testlauf mit der Global Design Thinking Week, die wir dann zum Global Design Thinking Workshop gemacht haben, weil wir mitgekriegt haben, eine Woche lang voll online sein, macht alle krank, ja, das ist viel zu gefährlich. Und das haben wir dann ein bisschen gestreckt und das Semester ist auch ein bisschen anders getimt jetzt, aber wir haben im Laufe des Semesters auch extrem positive Erfahrungen gemacht, ja, in diesem Zusammenkommen in dem virtuellen Raum. Und da war Mitte letzten Jahres für uns auch schon klar, das wollen wir nicht mehr missen in der Zukunft. Ja? Und wie kriegen wir das jetzt gut verschränkt? Das ist die Aufgabe, an der wir gerade basteln. Wie kriegen wir diese realen physischen Erfahrungen, die wir bis zur Pandemie permanent hatten, die einfach super positiv waren, und wie kriegen wir die verknüpft vernünftig mit den digitalen Erfahrungen, die auch mit den positiven digitalen Erfahrungen, und wie kriegen wir da einen hybriden Modus rein, der uns in die Zukunft trägt. Ja, weil wir sehen ja Unternehmen, wir haben ja auch mit Unternehmen zu tun, jetzt vielleicht nicht ganz so auf Tuchfühlung mit der Top-Führungsebene, mit deren Problemen, aber mit Problemen im Unternehmen. Und da sehen wir natürlich auch, dass da die Arbeitsweisen sich verändert haben. Ja. Und darauf müssen wir vernünftig reagieren und unsere Studierenden ja auch darauf vorbereiten, auf eine Welt, die wahrscheinlich hybrid sein wird. Ja. Und da gibt es sicherlich auch noch jede Menge Forschung und Entwicklungspotenzial. Also wir haben relativ schnell festgestellt, dass auch der digitale Raum einfach Vorteile bietet. Der digitale Raum ist, ich mag das sehr, die Lizenz zum Neudenken, hattest du gesagt. Der digitale Raum bietet eine Art von Schutz für Dinge, die ich im richtigen Leben, in meinem realen Berufsleben, beruflichen Company-Kontext nicht machen würde. Und da ist aus unserer Sicht definitiv noch jede Menge Potenzial da, dass man einfach mal guckt, was können wir denn im digitalen Raum tun, was wir in der realen Welt nicht tun können, und wie kann das zur Mehrwertschaffung für die Menschen im Arbeitsleben genutzt werden.
Ein klares Beispiel, was wir da sehen, ist das Thema Dokumentation. Also ich weiß, wer schon mal vor einem Board mit 100 handgeschriebenen Post-its stand, oh yes, nach einem Workshop, dachte vielleicht auch schon mal kurz, ob ich das je noch mal lesen kann. Und was wir jetzt tatsächlich auch in unsere physischen Workshops gerade schon zurücktragen, ist, anders zu dokumentieren. Und die Online-Tools, die wir nutzen, eben auch im physischen Raum vielleicht mitlaufen zu lassen, um einfach eine langfristigere Informationsübertragung zu gewährleisten. Also ich glaube, wir lernen da gerade ganz viel. Und das, was du angesprochen hast, die hybriden Schnittstellen zu finden, ist gerade auf jeden Fall ein großer Gestaltungsspielraum. Ja, ja, da ist, aber da ist auch noch, das merken wir auch, wir sind ja jetzt seit ein paar Monaten unterwegs, aber ich würde nicht sagen, da sind wir sind am Ende, wir wissen jetzt, wie es geht, sondern wir finden ganz, ganz viele schwierige Stellen. Wie geht das mit der Akustik? Wie kriegen wir das mit dem Licht richtig hin? Wie kriegen wir die Trennung hin zwischen den Teams, sodass sie sich nicht gegenseitig total stören? Ja, und da ist noch vieles, vieles zu tun. Ein bisschen was versuchen wir auch zu vermitteln nach außen auch immer und bei verschiedenen Workshops. Claudia Nicolai war jetzt gerade auch wieder bei dem University Future Festival, hat da ein bisschen erzählt, aber sind immer noch, man merkt das, auch überall wird experimentiert, wird dran gearbeitet. Und das ist toll, dass wir das hier auch gemeinsam ausprobieren können. Ja. Genau, und vorher in dem Panel wurde ja, glaube ich, gesagt, wir haben keine Probleme, wir haben Herausforderungen. Genau. Und irgendwie ist es ja auch schön, dass uns gerade neue Themen so begegnen und wir auf die eingehen können. Ja, ja, prima. Wir haben zwar noch ein paar Minuten Zeit, aber ich würde mal gucken, ob es da irgendwas an Fragen gibt. Empathie im digitalen Raum? Also wir haben ein Workshop-Format, was Teil eines unserer Implementierungsprogramme ist, Leading Remote Teams, und da spielt das Thema Empathie aufbauen innerhalb des Teams, aber auch Empathie aufbauen zum Nutzer einfach eine große Rolle. Was Publikationen angeht? Also ich weiß, wir haben noch ein anderes Format, wo es um Managing Online-Teams geht und Online-Meetings, und da spielen genau diese Themen eine Rolle, weil wir eben genau das viel von unseren Kunden gehört haben, und wir haben zwei Kollegen, die sich damit auch intensiv beschäftigt haben, eher auf Practitioner-Seite jetzt als auf Forschungsseite, aber ich habe tatsächlich dazu auch schon einiges gelesen. Ich muss sagen, so aus dem Affekt kann ich gerade keine Studie zaubern. Aber ein Tipp dazu, das ist ein sehr dankbares Thema für einen Online-Kreativ-Workshop, den man initiieren kann mit den Beteiligten. Da kommt man sehr schnell mit dem Team auf gute Ideen, wie man Empathie im Team herstellen kann. Das war's. Fragen hier aus der Runde vielleicht oder noch ein paar Ideen? Noch was ihr auf dem Herzen habt, was in dem Buch vorkommt, was wir aber jetzt gar nicht besprochen haben, was aber total wichtig ist. Also wenn es um das Thema Zukunft geht, ich glaube, die stärkere Vernetzung von Forschung zum Thema Design Thinking Impact und die Übersetzung dieser Erkenntnisse für die Design Thinking Praxis in den Unternehmen wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Sie gibt mir als Design Thinking Studentin im Unternehmen einfach eine größere Sicherheit, Anwendungssicherheit in dem, was ich tue, denn es wird immer darum gehen, das, was ich in dem Training lerne, zu übersetzen auf meine spezifische Situation, und auch eine größere Sicherheit, meine Kolleginnen davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, dass das eine Wirkung hat und dass es sich lohnt, in diesen Wandel zu investieren, der natürlich erstmal mit mehr Arbeit zu tun hat, weil ich es belegen kann und ein bisschen mehr Gewicht in diesen Wandel oder in die Notwendigkeit des Wandels reinsetzen kann. Und ich glaube, man sieht das gerade auch schon in der Forschung, wenn man sich ein bisschen umschaut, wie der Trend der Publikationen in den letzten 10 Jahren sich verändert hat, von frühen Publikationen, die sich noch sehr viel damit beschäftigt haben, ob wir jetzt Design Thinking definieren sollen und wenn ja, wie, hin zu jetzt halt wirklich auch einer hohen Diversität an Artikeln, die sich sehr spezifische Kontexte anschauen, oder eben das Thema von der Methode weg hin zu Mindset-Elementen oder eben die Themen Impact. Also ich glaube, da passiert gerade ganz viel und eben auch sehr spannend für uns, das dann in die Workshop-Formate integrieren zu können. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch beide. Danke dir. Anni. Thank you.
Und vielen Dank an alle hier, an die physisch anwesenden Gäste, vielen Dank an die ganzen Autoren, vielen Dank an die, die draußen zugeguckt haben und hier hoffentlich ein bisschen Interesse entwickelt haben, das Buch zu kaufen. Das gibt es nämlich, das kann man online ordern und es gibt sogar digital. Es gibt die physische Version, die wir hier schön stehen haben, und es gibt auch die digitale Version. Ich danke auch dem Holger Rino und dem neuen, dem frischen Videostudio an der Academy, die uns nämlich möglich gemacht hat, dieses Video, als kleinen Einsprengselvideo hier zu zeigen. Und das gibt es auch. Die HPI Studios. Ah ja, das sind die, ja, nicht die Warner, sondern die HPI Studios, richtig. Und die sind auch noch, die Schnipsel sind auch im Netz demnächst zu finden. Die werden wir auch in den sozialen Medien streuen, nicht wahr? Und ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall an Jill Grinninger, die sich nicht nur hier für die Veranstaltung stark gemacht hat und dass das alles hier passiert, sondern das ganze Buch begleitet hat und dafür gesorgt hat, dass überhaupt 30 Autoren da zusammenkommen und zusammen was schreiben und dass das fertig geworden ist und dass auch die englische Version demnächst rauskommt. Herzliches Dankeschön an Jill und an unsere Technik auch, die auch unsere hybride Veranstaltung hier möglich gemacht hat. Und ich würde alle noch gerne einladen fürs nächste Jahr, für den September. Da feiern wir nämlich 15 Jahre School of Design Thinking. Im September am 15. und 16. werden wir 2 Tage kleine Konferenz machen, hier bei uns vor Ort, in neuen Räumlichkeiten auch, am Masso-Plattner-Institut. Und wir haben gesagt, 15 Jahre School of Design Thinking, ungefähr 20 Jahre Design Thinking Schools oder die Idee von Design Thinking Schools, da macht eine 2-tägige Veranstaltung alleine nicht Sinn. Und alle 5 Jahre haben wir ein sogenanntes DECON Festival gemacht, eine große internationale Veranstaltung zusammen mit der Global Design Thinking Alliance, die wir beim letzten DECON Festival gegründet haben. Das sind mittlerweile 24 Einrichtungen in 5 Kontinenten, also eine schöne Schar, dass man ein cooles internationales Event hinkriegt. Das wollen wir machen und wir wollen wieder ein DECON Festival machen, aber diesmal nicht in Potsdam, sondern im Oktober, Anfang Oktober in Kapstadt. In Cape Town, da wird nämlich das neue Gebäude der HPI D-School Cape Town eröffnet und die Gelegenheit wollen wir nutzen und da 3 Tage zusammen eine große Konferenz machen und beides, die Konferenz hier bei uns, auch die in Kapstadt, wird eine Hybride sein, das heißt, man kann teilnehmen, man kann hinfahren, ja, was wir hoffentlich machen dürfen dann, und man kann auch, wenn man nicht darf, digital teilnehmen oder wenn man irgendwo auf der Welt ist, wo es ein bisschen weit ist. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Konferenzen, haben wir gesagt, das sind 4 Wochen ungefähr, da wollen wir eine Global Design Challenge durchziehen mit einem großen Projektpartner. Wir sind danach in Gesprächen mit einer globalen Challenge, die wir dann tatsächlich mit den 24, hoffentlich mehr Einrichtungen, die bei der Global Design Thinking Alliance dann unterwegs sind, gemeinsam angehen im Design Thinking Modus. Dazu herzliche Einladung. Und und ja, das Thema Schulen hatte ich ja eben schon. Das ist auch, bin ja auch ganz froh, dass wir sozusagen auf eine nächste Version des Buchs hinarbeiten, wo wir dann viel stärker auch nochmal in die nicht akademische und vor professional Ausbildung gehen sozusagen. Und vielen herzlichen Dank an alle. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Viel Spaß und kommen Sie vorbei, digital oder analog. Wir freuen uns. Tschüss.